can slow down anymore. I don't mind the sound of my shoes on your floor. I don't mind selling out or playing cover song. Just as long as friends and family sing along. Ja, diese Fans waren gestern beim Sieg gegen Göttingen auf jeden Fall so nahe dran wie keine anderen Fans, denn die Gaststätte zum Freistoß, die ihr gerade gesehen habt, ist, glaube ich, Luftlinie 50 Meter entfernt vom Audidom. Wir sind heute ein bisschen weiter weg, nämlich beim Audi Urban Cinema am Flughafen München. Damit herzlich willkommen zu Together, das Final 10 Magazin presented by BayWa. Und mein Studiogast ist heute unser Meisterkapitän von 2014. Heute bist du Nachwuchstrainer und ich glaube, für uns ist er einfach der Basketball-Experte schlechthin, Steffen Hamann. Servus. Servus. Warst du schon da? Nee, noch nicht. Also sieht cool aus. Sonne scheint. Kann man sich auf jeden Fall ein Spiel anschauen. Ich glaube, DeMorn war mal hier. Oder schon das zweite Mal hat sich sie angeschaut, hat mitkommentiert. Und er fand es überragend mit der Stimmung, mit dem Hupen. Das Spiel war gut. Also. Ja, wir hätten auf jeden Fall den Steffen schon früher einladen sollen, denn zum ersten Mal haben wir wirklich strahlenden Sonnenschein heute für diese Sendung. Danke, Steffen. Sehr gerne. Hast du denn Zeit gehabt, auch das Turnier schon ein bisschen mitzuverfolgen, basketballerisch, sportlich? Ja, klar. Also ich habe fast jedes Spiel gesehen. Natürlich haben wir auch Training zu den Uhrzeiten. Um 16.30 Uhr ist dann immer schwer, ein Spiel live zu gucken, aber dann gucke ich es mir natürlich auf Replay an. Ja, ich freue mich einfach, dass Basketball wieder irgendwie im Fernsehen läuft und dass irgendwie Basketball gelebt wird. Und ich glaube, man sieht jetzt auch bei den Spielern, dass der ein oder andere sich auch mega freut. Am Anfang war es ja dann immer so, ah ja, wie sieht es aus und wie kann man da ins Turnier starten? Die Hotelsituation ist, denke ich, auch ganz in Ordnung. Da sieht man auch immer schöne Bilder, dass die Jungs zusammensitzen und Karten spielen und sich Spiele angucken. Also ich glaube, rundum einen guten Start gefunden. Jawohl. Also die Leute, die vielleicht dich noch nicht kennen als Basketballfans, kennen dich spätestens seit unserer Sendung, denn wir haben ja Regelkunde gemacht mit Steffen Hamann. Und heute wollen wir eben ein Thema daraus noch vertiefen, nämlich die Statistiken. Dazu kommen wir ein bisschen später. Du hast ja schon angesprochen, im Hotel, da verbringen die Jungs doch die meiste Zeit, da sind die aufeinander irgendwie. Wäre das für dich etwas gewesen, was du als herausfordernd empfunden hättest? Nee, ich hätte mich, glaube ich, eher gefreut, nach so langer Pause, Basketballpause, wieder Basketball zu spielen. Natürlich auch mal Jungs kennenzulernen, die man vielleicht normalerweise nicht so lange kennenlernt am Stück. Ich glaube, das ist eine besondere Situation, sicherlich für jeden, aber ich glaube, aus allem kann man was Positives mitziehen. Ich meine, die Coaches haben Zeit, sich auszutauschen. Ich glaube, da ist eine tolle Plattform im Hotel zu finden, dass man da einfach mehr Insights bekommt. Viele Jungs kennen sich schon, aber ich glaube, die Zeit, die man jetzt nutzen kann im Hotel, sich besser kennenzulernen, ist top für die Jungs. Natürlich, der ein oder andere hat Familie, hat Kinder zu Hause, ist nicht ganz einfach die Situation. Aber ich glaube, es ist überschaubar und wenn es um eine Meisterschaft geht, dann kann man das auch mal gern wegstecken. Ja, das finden wir auch und Insights aus dem Hotel bekommen wir ja immer von unserem Inside-Man Jule Glonegger und der hat sich diesmal Verstärkung geholt für unser Hotel-Update und zwar von Paule Zipser und wir schauen uns mal an, was es da so Neues gab aus dem Hotel. So, servus liebe Bayern-Fans, ihr seht hier unseren Physio, der hier ein bisschen Schönerungsarbeiten macht. Nee, Spaß, wir wissen nicht ganz genau, wie das hier alles zustande kam. Aber wir machen heute ein Hotel-Update der anderen Art. Und zwar mit Paul Zipser, der hier gerade noch behandelt wurde. Ich schaue jetzt mal rein. Lieber Paul. Ah! Hallo! Hallo! Gar nicht mit dir gerechnet! Na? Du gehst jetzt mit mir eine Runde durchs Hotel? Ach so. Und erzählst den Fans mal, wie ihr hier so lebt. Ne? Wir befinden uns jetzt gerade wo? Wir befinden uns jetzt gerade hier im Hotel Leonardo, wie ihr noch nicht wisst. Dahinter ist der Jörni, mit dem habe ich tagtäglich viel zu tun. Danke, danke. Wir haben schöne, wie man die auch immer nennen will, hier irgendwie von einer unbekannten Person jetzt. Ja, erzähl mal diese Geschichte hier. Das ist ja, ganz genau kann ich dir das gar nicht erzählen. Ich weiß nicht mehr als das. Wir kommen jetzt vor einer halben, dreiviertel Stunde kommen wir vom Training zurück und jetzt ist hier alles voll tapeziert. Aber es ist cool, oder? Ein bisschen Flair? Absolut. Ja, ansonsten viel Karten spielen, bisschen Fortnite spielen. Apropos Karten spielen, da gab es gestern ein paar Bilder gestern Abend.
Du hast so irgendwie diese, wie heißen denn die Maskottchen da, unten auslegen müssen. Was war das? Eddie Hoops. Ah ja, genau. Ja? Ich weiß auch nicht. Jo. Das ist ein geiles Wortspiel. ja, also bei 4-5 Runden kann es mal passieren, dass man eine Runde verliert. Und weil ich irgendwie zu... War nach unten, oder? Ja. Ich wurde zu sehr von mir selbst überzeugt nach den Runden irgendwie, weil ich auch gegen Dejan und Marvin, weißt du, immer ein bisschen einfacher, wenn man gegen den spielt. Deswegen dachte ich, ich mache mal eine härtere oder ich schlage mal eine ein bisschen aufwendigere Bestrafung vor. Jetzt hat es mich selbst erwischt. Das heißt, du musstest? Ich durfte alle Alley-Oops in der Lobby einsammeln. Das war jetzt nicht so schlimm. Waren mehr als gedacht habe, aber dann sollte ich halt während alle das Spiel abends gucken. Das ist schon so ein kleines Publikum. Durfte ich ja alle wieder aufsetzen hier. Ja. Vor Trainern, die sich eigentlich zum Beispiel konzentrieren wollten oder so. Das war witzig. Den zum Beispiel konnte ich nicht einsammeln. Den durfte ich auch gar nicht einsammeln. Der ihn hier? Zu groß. Das wäre dann die nächste Challenge vielleicht. Ja, das wurde uns angeraten, dass wir den lieber in Ruhe lassen. Okay. Was man sonst aber noch zeigen könnte vielleicht. Ja. Es ist ganz angenehm, dass wir jetzt nicht die ganze Zeit mit der Maske hier rumlaufen müssen oder irgendwas. Jedes Team hat hier seine Sensoren. Ich muss meinen gerade laden. Hier, rot ist noch nicht voll. Und dann laufen wir damit eigentlich rum. Dann kann man ein bisschen erkennen, wer mit wem mehr Kontakt hatte und so. Und wenn jemand mal positiv getestet werden würde, was wir alle nicht hoffen, dann kann man ein bisschen schneller reagieren. Perfekt. Zeig uns doch mal, wie das eigentlich hier mit der Wäsche funktioniert. Mit der Wäsche? Ja, zum Glück habe ich meinen Wäschesack nicht vergessen. Normalerweise bin ich ein Typ, der das gerne mal macht. Und dann hört auch jedes Team hier für einen kleinen Bereich, wo man einfach die Wäschesack reinschmeißt. Und ich glaube, wir brauchen so 1,5 Tage oder so. Mhm. Bis jetzt klappt es perfekt. Ich habe das zweite Mal gewaschen. Ja. Hi. Marvin. Hallo. Ja, der will. Okay, dann lass uns. Aufmerksamkeit. Lass uns mal nach unten schauen, in das Spielzimmer sozusagen. Ja. Okay, also bevor es ins Spielzimmer geht, da sind wir schon gespannt, was es da zu sehen gibt, der Paule, der gute Paule. Super. Der ist eine Nummer für sich, gell? Also wir haben ja gesehen, Sticker waren im Hotel. Mittlerweile wurde das Ganze aufgelöst. Und zwar haben die Hotelangestellten des Leonardo Royal, während die Jungs im Training waren, den gesamten Flur, wo die sind, mit München ist unser Court-Stickern bestickt. Auch bei den Gästen? Nein, eben nur den Floor von den FC Bayern Basketball-Jungs, um damit ihre Solidarität auszudrücken. Ist das nicht toll? Ja, ist toll. Also viel witziger hätte ich es gefunden, wenn man es auch bei den anderen Teams gemacht hätte. Aber, ja, dann hätten wir wieder für Negativschlagzeilen gesorgt. Also so ist schon besser, so rum ist auf jeden Fall besser. Also da lässt sich doch ganz gut leben, oder, in diesem Hotel? Ja, wie gesagt, also ich glaube, für jeden Spieler, für jeden Trainer, für jeden, der dabei ist, ist, glaube ich, was Besonderes. Auch für Julian, glaube ich, ist es auch was Aufregendes, so in einem Hotel zu leben, 3 Wochen. Aber man hat gesehen, also da spielen verschiedene Jungs eben an einem Tisch mit Karten. Und ich meine, was ganz Besonderes, also ich kenne das nur dann, von der Nationalmannschaft her, wenn man bei einer Weltmeisterschaft ist, dann bist du ja auch mit verschiedenen Teams in einem Hotel. Und am Ende haben wir dann auch mit den Franzosen oder mit den Kroaten an einem Tisch dann Karten gespielt und die fanden es dann auch überragend und wir natürlich auch, weil du einfach die Jungs besser kennenlernst. Du bekommst ein paar Insights auch von anderen Teams, die du sonst nicht bekommst. Also natürlich kriegen wir das dann auch nur von außen mit, aber wenn du jetzt in einem Hotel bist und dann zusammen Spaß hast, ist was ganz Besonderes und ich glaube, die Zeit werden die Jungs nie vergessen. Mhm. Gibt es dann aber schon so einen Punkt, wo man, sag ich mal, mehr Ruhe oder mehr Einsamkeit sich wünschen würde? So lange sind sie ja noch nicht im Hotel. Ja, das ist immer so, nach 10, 12 Tagen ist immer so der kritische Moment, wo du dann eben
als Team funktionieren musst. Also meistens waren wir Deutschen als Nationalmannschaft dann so eng zusammengewachsen und haben uns so gut verstanden, dass wir eigentlich am Ende des Turniers immer besser wurden und andere Teams sind dann auseinandergefallen, weil es dann irgendwelche Internas gibt, die wahrscheinlich dann auch zu irgendwelchen Streitigkeiten führen oder Diskussionen führen. Und das war bei uns Gott sei Dank nie. Mhm. Aber das macht dann auch dann am Ende den Unterschied. Also wenn du auf einem Niveau dann irgendwie im Viertelfinale, Halbfinale aufeinander triffst, dann dieser Faktor Chemie im Team, das ist dann ein großer Punkt, der so ein Spiel dann auch entscheiden kann. Also Spielezimmer. Wir kommen jetzt zum Spielezimmer. Und was es da alles gibt, das zeigt euch noch einmal Paule aus dem Hotel. So, Game Zone. Und jetzt zieht euch das mal rein. Immer irgendjemand aktiv. Tischtennis, bisschen hier Tischfußball haben wir. Dann unsere Kurses Pokern auch ab und zu. Mhm. Hier mit dem Basketball, das war unsere erste Bestrafung. Für Alex, da musst du irgendwas machen, solange er hier nicht trifft. Der Alex kennt das. Da war einiges zu tun dazwischen, bevor er endlich mal den Korb getroffen hat. Ja, sonst haben wir Xbox. Ich glaube, zwei Xboxen haben wir hier. Spikeball, was jetzt nach ein paar Spielen für die Profis, glaube ich, nicht mehr so ganz das Richtige ist. Vielleicht mal für den Sommer so im englischen Garten ein paar Runden hätte ich mal Bock, aber jetzt ist das eher nichts für mich. Ja. Ja, sonst sehr viel Möglichkeiten. Yes! Und dann haben wir noch nebenan einen Raum. Mhm. Den nutzt ihr eigentlich hauptsächlich vor den Spielen, oder? Genau, wir haben immer die Möglichkeit, bevor wir jetzt halt weniger Zeit haben vor den Spielen. Normal komme ich immer so eine Stunde 45 bis zwei Stunden vorm Spiel komme ich an und kann mir einfach meine Zeit nehmen fürs Tapen, fürs Stretchen, Rollen mit unseren Black Rolls. Ja, und das haben wir halt alles jetzt nicht. Deswegen haben wir hier einen Raum gemacht. Hier sind auch schon ein paar Jungs. Zu guter Letzt, wir haben in der nächsten Sendung als Experten Steffen Hamann im Studio. Vielleicht magst du ihm noch irgendwas in die Kamera sagen. Steffen Hamann, was in die Kamera sagen? Fällt mir schwer. Steffen, der weiß alles. Der ist schon fertig mit seiner Karriere. Der wünschte wahrscheinlich jetzt hier dabei zu sein. Und mit Steffen könnten wir hier mal im Uno ein paar Runden spielen. Ich weiß noch, so die ersten zwei Trainingslager mit Desmond, mit Steffen, da haben wir immer Uno gespielt. Das war immer geil. Jetzt die Runden sind eher Wizard. Da müsste sich Steffen, glaube ich, ein bisschen dran gewöhnen. Aber das können wir trotzdem mal machen. Das fällt mir jetzt gerade ein, wenn ich hier im Hotel bin, an Kartenspielen, an Fortnite denke und Steffen Hamann höre. Alles klar. Ja. Ihr Paul, dann vielen Dank. Dann danke euch. Dann viel Glück beim Fortnite-Zocken. Danke, ich werde es brauchen. Ja. Und viel Erfolg morgen gegen Göttingen. Noch wichtiger. Ja. Uno habt ihr gespielt. Sehr schön. Da musste der Ball tatsächlich viel bluten. Ja? Ja, wir haben ja da so den einen oder anderen Einsatz, auch so wie die Jungs das hier im Hotel machen, gehabt. Das wollte er zwar nicht erzählen, der Paul, aber der weiß, der kann sich schon gut erinnern, bin ich mir ziemlich sicher. Was war der peinlichste Wetteinsatz, den du jemals einlösen musstest? Ich habe immer gewonnen. Also alles ich war nie auf der Verliererseite. Alles klar, gut. Das müssen wir irgendwann anders rausfinden. Okay, wir kommen jetzt mal zum Sportlichen. Göttingen hieß unser letzter Gegner, 55-90 aus Sicht von Göttingen, also ein Sieg ohne Gefahren, kann man sagen. Vielleicht so ein bisschen wieder erwartens, muss man sagen, weil wir haben uns in dieser Saison schon schwer getan gegen Göttingen. Vielleicht kannst du ganz allgemein sagen, deine Einschätzung zu diesem Spiel? Ja, Göttingen, ich glaube, das ist eine Mannschaft, die mit viel Herz spielt, aber natürlich mit ein paar Spielern, die überhaupt nicht ins Turnier angetreten sind und dann auch mit Ruhoff, der jetzt dann noch ausgefallen ist für das Spiel, ist sicherlich der Leistungsträger für das Turnier gewesen. Und dann spielst du natürlich gegen eine Bayern-Mannschaft, die tief besetzt ist. Ist nicht einfach für die Göttinger gewesen, aber ich denke, in der Höhe hätte es vielleicht nicht sein müssen, aus Sicht von Göttingen, aber umso besser für die Bayern, die natürlich dann auch viel durchwechseln konnten, Energie sparen können. Bei so einem Turnier natürlich enorm wichtig, dass du die Minuten gut verteilst.
Und das konnten die Bayern gestern tun. So, unser Thema heute ist ja Statistik. Das hier ist ein Statsheet der BBL, das offizielle, der Easy Credit BBL. Ihr könnt es auch sehen. So, Steffen, wie würdest du denn an so ein Statsheet mal herangehen? Wo sind so die ersten Zahlen, die man sich anguckt, wenn man analysieren möchte? Was kann man denn von den Stats ablesen? Es war tatsächlich interessant, weil ich konnte das Spiel gestern nicht live gucken, weil ich Training hatte mit den Jungs. Und dann habe ich mir den Statsheet erstmal angeguckt und dann war klar zu erkennen, dass die Bayern ja eine physische Dominanz hatten. Also sie haben die Göttinger dazu gebracht, dass sie nur 33% ihrer Würfe in der Zone treffen. Und das ist ein sehr schlechter Wert. Aber das hat natürlich auch damit was zu tun, dass die Bayern wahrscheinlich sehr physisch unterm Korb agiert haben. Was du natürlich auch noch sofort erkennen kannst, als Experte oder auch als Laie, dass du einfach dominant am Rebound warst. Du hast fast 10 Rebounds mehr geholt. Mhm. Was mich ein bisschen überrascht hat, ist, dass Göttingen, aber das zeigt, dass sie immer ein großes Herz haben, wenn sie spielen, 14 Offensiv-Rebounds geholt haben. Das ist ein guter Wert gegen bei so einem Ergebnis erstmal. Aber dass Bayern 14 Offensiv-Rebounds zugelassen hat, ist denke ich, sehr viel bei so einem Spiel. Ansonsten fand ich den Wert Turnovers bei den Bayern ein bisschen hoch. Göttingen sieht man auch, 19 Turnovers, das ist natürlich viel. Da willst du eigentlich immer unter 15 bleiben. Aber ich glaube, das Entscheidende ist schon die schlechte Wurfquote, die Göttingen aufgezwungen wurde durch die physische Verteidigung der Bayern. Mhm. Im Gegensatz dazu, was wäre ein guter Wert? Was ist ein passabler Wert so in der Zone bei den 2 Punkten? Ja, wenn du so über 60% wirfst, ist ja schon sehr, sehr gut. Also klar willst du als Trainer immer sehen, dass du hohe Abschlüsse oder hohe prozentige Abschlüsse in der Zone suchst. Und 62% ist ein ordentlicher Wert. Jetzt, wenn du mal an die 70% kommst, ist super. Die Bayern haben 50% von der Dreilinie geworfen, was natürlich ein überragender Wert ist in so einem ganzen Spiel. Über das ganze Turnier werfen die Bayern auch sehr gut von außen. Was die Bayern besser gemacht haben als in den anderen beiden Spielen, ist, glaube ich, Fastbreak zu laufen. Das ist die große Stärke der Bayern. Ich habe tatsächlich auch jetzt dann die Statistik geführt im ersten Spiel gegen Ulm. Da haben wir, glaube ich, 5 Fastbreak-Punkte gemacht und das ist deutlich zu wenig. Und dann verlierst du natürlich auch ein Spiel, wenn du vom Fastbreak auch ein bisschen lebst. Sehr schön. Du bist ja jetzt Nachwuchstrainer. Inwiefern spielt da schon Statistik eine Rolle? Ist das etwas, was du schon in jungen Jahren eigentlich gerne einführen würdest? Und welche Werte sind da dann zum Beispiel entscheidend? Ja, es gibt also die gleichen Statistikbogen gibt es auch mittlerweile in der JBBL und NBBL, also im U16 und U19 Bereich. Also du kriegst dann auch in jedem Viertel kriegst du so einen Sheet und dann kannst du als Trainer nochmal nachgucken. Als Co-Trainer in der U19 ist es natürlich auch mal mein Job, dann nochmal auf die Statistikbogen zu gucken, dem Headcoach dann was ins Ohr zu flüstern. Aber grundsätzlich bin ich kein großer Statistik-Fan, muss ich zugeben, weil ich war jetzt zum Beispiel auch ein Spieler, der ein gutes Spiel machen kann, ohne auf dem Statistikbogen 12 Punkte zu haben, 8 Rebounds, sondern ich mache halt auch dann oder habe viele Sachen gemacht, die man auf dem Statistikbogen nicht sieht. Also so Hustle-Plays und Offensivform angenommen oder auch einfach die Teammates besser gemacht, indem ich vorne aggressiv verteidigt habe und die anderen 4 haben dann auch besser verteidigt. Das sieht man nicht auf dem Statistikbogen, aber also grundsätzliche Statistiken wie eben so Rebounds und Assists, das sind natürlich so Statistiken, die man als Trainer dann auch gern mal sieht und dazu nutzt dann auch das Team entweder zu loben oder dann ein paar vielleicht motivierende oder provozierende Worte zu finden. Genau, also auch Spieler, natürlich, wenn du dich selbst verkaufen willst, musst du quasi gute Statistiken haben, weil das ist oft das, was die Leute sehen. Aber die Dinge, die du eben angesprochen hast, wie findet man die heraus über Spieler? Ja, ich glaube, man muss sich Videos angucken. Heutzutage kann man jedes Spiel der Welt quasi irgendwie auf einer Plattform finden oder als Scout, was sicherlich auch immer gemacht wird, ist natürlich, wenn du live in der Halle bist und Spieler anguckst und wenn du da ein gutes Auge hast, ja, gibt ein Spieler, wenn er auf dem Boden liegt, jemanden die Hand und hilft ihm auf oder gibt es ein High Five. Das sind so Sachen, die man, glaube ich, spüren muss und einen Spieler länger beobachten muss und ich glaube, es gibt viele Spieler, die enorm wichtig sind für eine Mannschaft. Lass uns einen Dennis Rodman hernehmen. Ja, der wollte gar nicht mehr punkten, weil er wusste, ey, ich gebe mit meiner Energie der Mannschaft so viel mehr und hole ein paar Rebounds. Ich muss nicht punkten, weil ich einen Michael Jordan im Team habe. Das sind für mich auch die Spieler, die dann quasi auch den Unterschied machen. Klar brauchst du Spieler, die Nummern produzieren, keine Frage. Aber die Rollenspieler quasi, die ja, mit großem Herz, die brauchst du in der Mannschaft, um dass eine Mannschaft funktioniert. Da haben wir auch noch eine Regelkunde-Folge dazu, was nämlich auch die Teamstruktur und so weiter betrifft. Dazu übrigens eine kleine Anekdote. Nihat Cedovic hat in einem Instagram-Live-Video mit mir gesagt, dass er sehr gerne noch länger mit dir gespielt hätte,
weil deine Professionalität beeindruckend war und vor allem im Vergleich zu den Spielern, die jetzt so nachkommen. Also okay. Ich weiß nicht, ob man das sagen darf, aber also er fand das sehr beeindruckend, wie professionell du einfach von der Einstellung her und allem daran gegangen bist. Ja, also vielen Dank dafür erstmal, aber ich glaube ja, also ich habe mich immer so gesehen, ich war nicht das größte Talent basketballerisch, aber ich habe mir, glaube ich, ein großes Herz gezeigt, habe die Mannschaft so mitgezogen, war dann auch der Kapitän, auch im Meisterschaftsjahr. Da waren die Minuten jetzt nicht so hoch, aber ich habe immer versucht, die Mannschaft, wenn es halt mal gerade nicht so läuft, wenn es läuft, kann es jeder, aber wenn es mal nicht so läuft, die Mannschaft zusammenzuhalten und ich glaube, nie hat er das gut erkannt, also das macht mir natürlich auch ein bisschen stolz, muss ich sagen, aber das war so, ja, auch immer so mein Ansatz, dass halt eben eine Mannschaft auch funktioniert. Okay, also alle Regelkunde-Folgen mit Steffen Hamann und auch Basketball-Tutorials mit Steffen Hamann und Demond Green findet ihr auf unserem YouTube-Kanal. Alles, was ihr braucht, um Basketball quasi zu spielen und ein bisschen zu verstehen, auf unserem YouTube-Kanal. Wir machen jetzt als nächstes die lustige Gegnervorstellung von Oldenburg, unserem nächsten Gegner. Und was ihr da über diese Mannschaft wissen müsst, das seht ihr jetzt. Oh, Oldenburg, Heimat des Grünkohls, der ältesten Fußgängerzone Deutschlands und eben der EW Baskets. Oh, Oldenburg, mit 168.000 Einwohnern unter den vier größten Städten Niedersachsens und viel wichtiger, zurzeit Heimat des heiligen Hobbs. Oh, Oldenburg, Geburtsstätte illustrer Persönlichkeiten wie des Elfmeterkönigs Hans Jörg, dem Erfinder der Mainzelmännchen Wolf Gerlach und Dieter Bohlen. Stopp! Wir schweifen ab. Die EW Baskets sind 2001 aus der Basketballabteilung des Oldenburger Turnerbund, kurz OTB, entstanden, seines Zeichens Gründungsmitglied der BBL. 2009 gewann das Team der Baskets seine bisher einzige deutsche Meisterschaft. 2015 folgte der Pokalsieg in eigener Halle. Oldenburg ist Pokalsieger! Und sonst so? Ah ja, liebe Oldenburger, vielleicht ein Tipp noch. Den Berlinern unbedingt in der K.O.-Phase aus dem Weg gehen. Die letzten 5 Playoff- und Pokalspiele gegen die Hauptstädter gingen nämlich allesamt verloren. Naja, nichtsdestotrotz, wir freuen uns auf BBL-Liebling und Urgestein Ricky Paulding, Welcome Home Bayern-Leihgabe Robin Amays und natürlich Halleluja, heiliger Hobbs. Schön, dass ihr da seid. Servus und herzlich willkommen im Audidom. Jawohl, Oldenburg also. Was uns da sportlich erwartet, darüber sprechen wir gleich noch ein bisschen. Ein Wiedersehen gibt's mit Robin Amays und Braden Hobbs. Dann gibt's noch das Urgestein Ricky Paulding und dann gibt's noch eine Personalie, die da ganz interessant ist. Nämlich vor allem unsere Center werden da vielleicht Kopfschmerzen bekommen. Rashid Mahal-Basic, was ist das für ein Spieler? Ja, ich glaube, er ist so ein Typ, der nicht nur auf dem Feld performt, sondern auch in der Kabine. Ich glaube, so ein Typ, wenn du so 2-3 Interviews alleine guckst, der ist so sympathisch, hat auch, glaube ich, zweimal den Titel schon gewonnen für den sympathischen Spieler der Liga. So einen willst du in der Mannschaft haben. Abgesehen davon ist er noch ein herausragender Basketballer. Sieht zwar jetzt nicht so austrainiert aus, muss ich dann auch zugeben, aber er liefert ab. Also er trägt die Mannschaft mit Punkten, Assists, ist ein sehr guter Passgeber für einen großen Mann. Und führt die Mannschaft einfach an, also ein emotional leader für mich. Also ich habe mir im Vorfeld angeschaut aus der Hauptrunde die Center-Statistiken, da ist er auf Platz 2 und auf Platz 3 wäre Greg Monroe. Ist das jetzt zum Beispiel so ein Spiel und auch so ein Gegner, wo sich seine Abwesenheit, nämlich die von Greg Monroe, auch mal bemerkbar machen kann oder wie siehst du das? Das wäre ein schönes Duell gewesen mit Greg auf jeden Fall, aber ich glaube mit Matthias Lessor haben wir jetzt einen Spieler, der so ein bisschen aufblüht in dem Turnier. Der will auch zeigen, was er kann. Er hat nicht so viele Minuten bekommen mit Greg. Jetzt bekommt er mehr Minuten, mehr Verantwortung. Ich glaube, der zeigt es auch. Und ich glaube, er ist auch ein Spieler, der physisch gegen Rashid dagegen halten kann, ihn ein bisschen ärgern kann. Also ganz kannst du ihn nie aus dem Spiel nehmen. Aber ich glaube jetzt auch im vierten Spiel, es liegt nicht den Oldenburgern, sondern eher uns, dass wir mehr Energie haben, das Spiel dann am Ende auch zu gewinnen. Du hast schon gesagt, so ein Spieler auf dem Spielfeld und abseits des Spielfelds oder auch in der Kabine, das sind zwei verschiedene Sachen. Wie war das bei dir so? Hast du das Gefühl, dass du auf dem Spielfeld irgendwie nochmal eine andere Rolle eingenommen hast? Ja, ich glaube, abseits des Spielfeldes war ich ein bisschen netter. Auf dem Spielfeld war ich eher so die Zecke und war ein bisschen aggressiv, war nicht so gern gesehen in fremden Hallen, weil ich eben viel mit viel Biss gespielt habe, aber
So in der Kabine war ich dann eher so der Ruhige und habe versucht, so ein bisschen alles zu managen von außen vielleicht. Alles klar. Wir gucken uns jetzt mal an, wie der Rashid so abseits des Spielfelds im Hotel tickt. Unser Inside-Man Jule Glonegger hat sich mit dem Langen aus Oldenburg auf 10 Kurze getroffen. Viel Spaß. Glückwunsch erstmal zu 100 BBL-Spielen. Danke, du bist der Erste. Danke, oder? Das mich. Ja, hat noch niemand gesagt, oder? Kein Mensch. Hast die 100 voll gemacht. Ja, drei Saisonen. Ja, stark. Hast du, glaube ich, noch nicht in der anderen Liga gemacht, ne? Ich war noch nie so lange da. Genau. Zeit zum Gehen. Okay, wir legen los. Okay. Frage 1. Wie schwer oder einfach ist es bisher nach einer Woche im Hotel? Es ist gewöhnungsbedürftig. Erstes Spiel war Katastrophe, zweites war ein bisschen eine kleinere Katastrophe und hoffe, das dritte wird jetzt halbwegs normal. Aber die Liga hat sich wirklich bemüht, dass wir uns wohlfühlen, also ist top. Okay. Frage 2. Geht dir schon jemand richtig auf die Nerven hier? Ja, schon. Die ganze Zeit krass, Baller. Warum ist Rashid Mahal-Basic eine anstrengende Person? Ich habe das in einem Interview mit dir gelesen. Boah, das ist jetzt schwer zu erklären, aber ich glaube, Rashid Mahal-Basic beherrscht die drei wichtigsten Sprachen im Basketball, also Deutsch, Englisch und Jugoslawisch. Kommt nie was Gutes raus. Dein ekelhaftester Gegenspieler bislang? Der ekligste, der Jackson von Bonn letzte Saison. Okay. Was verbindest du mit dem FC Bayern? Salih Hamdic. Echt? Ja, von früher? Ja. Eine Person, die du gerne mal kennenlernen würdest? Den. Boah. Boah. Muss nicht aus dem Sport sein. Wenn es keine gibt, gibt es. Soll jetzt deutsch sein. Helene Fischer. Helene Fischer? Ja. Okay. Du hast ja in schon einigen Ländern gelebt in den letzten Jahren. Was ist dein Lieblingsessen? Mein Lieblingsessen sind Nudeln mit Huhn. Gut. Gibt es eine Person, der du gerne mal so richtig die Meinung sagen würdest? Nein, ich sage immer meine Meinung. Nach der Karriere, lieber mit dem Camper durch Europa oder die Schulbank drücken für einen Trainerschein? Weder noch. Sondern? Ich bin kein Camper, kein Trainer, sondern eher, glaube ich, einen normalen, soliden Job. Familie, Kinder zum Training fahren mit meinem Volkswagen Charan und ab und zu fischen gehen. Klingt vernünftig. Willst du zum Abschluss noch jemanden grüßen? Dann darfst du es direkt hier in die Kamera machen. Liebe Grüße an den Joman, der statt mir sitzen wird. Danke. Vielen lieben Dank. Bitte, ich hoffe, es ist dir weitergeholfen. Ja, also ein sehr sympathischer Kerl, wie ich finde. Das glaube ich auch, dass er gute Stimmung verbreitet. Und ich glaube, in Zeiten wie diesen auch kein Faktor, der nicht zu unterschätzen ist, oder? In dieser Zeit und bei diesem Turnier. Ja, also wie vorhin schon angesprochen, glaube ich, für den einen oder anderen Spieler war es ja dann auch eine Überwindung, dieses Turnier zu spielen, aber sind alle angekommen und wenn du so einen lebefrohen Menschen siehst wie ihn und der, was ich sehr interessant fand und was auch stimmt, glaube ich, dass er immer die Wahrheit sagt, also so schätze ich den und so habe ich den, ich habe ihn noch nie persönlich kennengelernt, aber wenn man ihn ein bisschen beobachtet auf dem Spielfeld und wie gesagt auch bei Interviews, dann ist es einfach ein Typ, mit dem du einfach eine Kabine teilen willst. Mhm. So, auf dem Papier auch. Oldenburg wahrscheinlich der stärkste Gegner, den wir bisher hatten. Was erwartet uns da morgen sportlich gesehen? Ja, es sind beides Teams, die natürlich vor der Saison um die Meisterschaft mitspielen wollten, die jetzt in dem Turnier stehen, wo das möglich ist. Aber beide Mannschaften sind noch nicht so gut ins Turnier oder haben noch nicht so gut ins Turnier reingefunden. Rashid hat selbst gesagt, Katastrophe, leichte Katastrophe und jetzt hoffen wir, dass es besser wird. Also da ist noch einige Luft nach oben. Ich glaube, Oldenburg, ja, umso schön es ist, mit Ricky Poulding zu spielen und Carsten Tata und Rashid, das sind Spieler, die natürlich viel Erfahrung mitbringen, aber bei so einem Turnier ist es natürlich auch wichtig, wie schnell du regenerierst und wie schnell du deine Performance wieder abrufen kannst. Und ich glaube, da sehe ich einen großen Vorteil bei der Bayern-Mannschaft, weil sie eben tiefer besetzt ist und vielleicht auch einen jüngeren Kader hat. Mhm.
Also geht es dann wieder um Sachen wie viele Fastbreak-Punkte zu kriegen? Worauf können wir achten jetzt mit deinem Blick darauf? Ja, also natürlich, wenn du müde bist, geht die Wurfquote ein bisschen nach unten. Mhm. Dann hast du deine Beine nicht mehr, du bist nicht mehr so konzentriert. Ich glaube, da sind wir gut im Turnier und ich glaube auch, dass wir genug Kraft haben, die Wurfquote bei der Prozentzahl zu halten. Bei Oldenburg wird die sicherlich ein bisschen nach unten gehen und das schnelle Spiel. Also ich glaube, vor allem jetzt, wo wir den Vorteil haben, den ich für mich ausgemacht habe, glaube ich auch, dass wir ein schnelles Spiel bevorzugen gegen Oldenburg. Alles klar. Was uns in sportlicher Hinsicht erwartet, das seht ihr jetzt zusammengefasst in 90 Sekunden im Vorbericht. Dieses Video wird präsentiert von Tipico Sportwetten. Die erste Woche des Final Ten ist Geschichte und zumindest vorübergehend strahlt die Sonne in den Innenhof des Leonardo Royal Hotels. Jo, die Schiris lassen es sich gut gehen, manch andere ebenfalls nach einem erfolgreichen Arbeitstag des FC Bayern. Doch manch ein Bild verblüfft dann doch am Abend nach dem 90-55 über die BG Göttingen. Einer macht das, der andere das. Ja. Unter den Strich, okay. Mach mal halt das. Nennen wir es mal Zusatzeinheiten direkt nach dem Spiel oder besser gesagt, die Bayern lassen die Muskeln spielen. Ja, ehrlicherweise haben sie das mit den Muskeln auch schon während des Spiels im Audidom so gemacht. Frag mal nach bei Sascha Grant, sein Einsatz als Wischkraft zu viel für den Wischer. Das allerdings der einzige Makel im Bayern-Lager. Der Einzug ins Viertelfinale ist perfekt. Im abschließenden Gruppenspiel am Sonntag um 19 Uhr geht's gegen Oldenburg nun um die Platzierung. Von 2 bis 4 noch alles möglich. Ulm als erster schon über die Ziellinie. Die tapferen, aber personell schwer gebeutelten Crailsheimer haben keine Chance mehr aufs Viertelfinale. Für München ein Sieg gegen Oldenburg und damit Platz 2. Das Ziel, auch wenn klar ist, einfach wird das nicht. Alle wissen, wie talentiert sie sind. Gerade dieses Jahr, glaube ich, auch mit Basic. Klar, Ricky Paulding, einfach so ein paar Klassiker für die BBL. Sie haben einfach ein sehr gutes Team, sehr talentiert. Ich glaube, die mögen sich auch alle, was ich jetzt hier so ja. In den Räumen mitbekommen habe. Deswegen, das ist immer ein schweres Spiel. Ein schweres letztes Gruppenspiel also und damit rein in Turnierwoche Nummer 2. Bayerns Devise dafür, voller Einsatz und kühler Kopf. Also, morgen geht's gegen Oldenburg. Ich glaube, eine Partie, die ihr euch unbedingt anschauen solltet. Wenn ihr Lust habt, vielleicht auch hier. Morgen steigt hier nämlich ein Riesen-Event auch mit Herbert Hainer. Das heißt, wenn ihr noch Bock habt und ein Ticket bekommt, ich weiß gar nicht, ob es noch Plätze gibt, dann würde ich vielleicht morgen hier vorbeischauen und mir das Spiel hier anschauen. Steffen, damit haben wir es für heute eigentlich geschafft. Und ich finde, wir haben uns jetzt auch verdient, einfach mal anzustoßen. Auf jeden Fall. Auf dich, dass du da warst und... Ein kleiner Insider und ausnahmsweise schon etwas im Vorhinein. Alles Gute zum Geburtstag. Vielen Dank. Morgen wirst du wie alt? Irgendwann habe ich aufgehört zu zählen. Ne? Aber gefühlt 22. So. Ja, genau. Gefühlte 22. So, jetzt nehmen wir mal einen Schluck, weil... Ja, es hat leider noch nie so gut geschmeckt wie heute bei diesem Wetter. So, für euch. Erstens, Steffen unterschreibt natürlich unser Trikot. Und dieser Mann, nämlich Nihat Cedovic, der wird unser nächster Studiogast sein. Am Mittwoch machen wir die nächste Sendung, also unbedingt reinschalten. Dann hören wir auch mal von Nihat selbst, wie das für ihn ist, das Ganze von außen zu betrachten. Zum Abschluss gibt es noch die Bilder des Tages für euch. Ich sage nochmal herzlichen Dank, Steffen, dass du bei uns warst. Und wir sehen uns dann am Mittwoch wieder. Bis dahin, gesund bleiben und alles Liebe.